Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum Finale der Hallenmeisterschaft 2020. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach, das Spiel werden wir uns dann auch in voller Länge anschauen. Da könnt ihr in der Kapitelmarke auch direkt hinspringen oder ihr guckt noch in der Zusammenfassung jetzt vorher das Spiel um Platz 3, Bochum gegen Heidenheim. Viel Spaß auf jeden Fall, danke fürs Reinschalten. War ein ganz schöner Ritt, aber es hat auch Spaß gemacht. Los geht's! Bochum gegen Heidenheim, zwei Teams, die in diesem Turnier richtig überzeugen konnten. Am Ende wird es aber eben nicht für den großen Wurf reichen, sondern maximal zu Platz 3. Aber das ist ja auch was wert. Pantovic mit dem 1:0 für den VfL Bochum und dieses Duell hatte es nochmal in sich. Es zeigte nochmal, dass diese Mannschaften vollkommen zurecht so weit gekommen sind, wie sie eben gekommen sind. Der dritte Platz vielleicht immer etwas ungeliebt, aber am Ende ist es eben doch eine Holzmedaille, die man sich hier gewinnen kann. Und Hüsing holt sich das 1:1, anderthalb Minuten vor dem Seitenwechsel. Der Ausgleich für den ersten FC Heidenheim. Ja, auch die wirklich ein ganz tolles Turnier gespielt bis dahin. Der VfL Bochum jetzt mit der nächsten Aktion. Pantovic, Müller mit dem Fehler vor die Füße abgewehrt von Sylvain Jamboulat, der das 2:1 markiert. So, die hundertprozentige Emotion war hier natürlich nicht mehr drin. Nichtsdestotrotz war es ein spannendes und torreiches Spiel. 2:1 zur Pause für den VfL Bochum. Zweiter Durchgang, lange Zeit sehr langweilig. Erstmal Müller hier, der aufpassen muss, sich den Gegentreffer zu kassieren. Das schlägt jetzt in die Gegenrichtung um Tom Maller. Er bleibt eisigkalt vor Manuel Riemann und erzielt das 2:2. Hier also auch mittlerweile schon 4 Treffer gefallen. Bestätigt ja eben nochmal dieses sehr, sehr torreiche und spektakuläre Turnier. Jetzt wieder der VfL Bochum. Weniger als eine Minute nur noch zu spielen. Jeder Treffer könnte der entscheidende sein. Sogar hier dieses 3:2 von Maxim Leitsch, der so ein unglückliches Halbeigentor erzielte im Halbfinale gegen Hoffenheim. Diesmal macht er den Ball auf der richtigen Seite rein. 10 Sekunden noch. Der VfL Bochum muss es nur noch über die Ziellinie bringen. Aber da gab es nochmal Hüsing. Da gab es nochmal Hüsing, der das 3:3 beschert und die Hoffnung bei Heidenheim zurückbringt, immerhin zumindest Dritter zu werden. Am Ende auf Holz und nicht auf Kautschuk beißen zu müssen. 3:3, es ging also in die Verlängerung. Die erste Hälfte lange Zeit nicht wirklich spannend. 10 Sekunden noch etwa zu gehen. Pantovic zu Sylvain Jamboulat. Das war richtig gut gemacht. Die Führung für den VfL Bochum. Brustannahme, wuchtig rauf. Kevin Müller musste hier wirklich tüchtig hinter sich greifen. Zweiter Durchgang. Heidenheim diesmal mit dem Ballgewinn ganz weit vorne. Krasser Fehler beim VfL Bochum. Tomala kann es ausnutzen und erzielt hier das 4:4. Eine ja, fantastische Partie um Platz 3. Es ging ins Elfmeterschießen. Der erste von Jamboulat rübergebolzt. Das konnte nicht so wirklich gefallen. Und Tomala macht er es besser. Ja, er macht es besser. Riemann springt übertrieben. Und dann Bochum verschoss nochmal. Heidenheim verschoss aber auch die Möglichkeit für Bella Kotschap auszugleichen. Wichtiger Elfmeter. Wichtiger Strafstoß. Aber von Müller pariert. Der hält das Ding. Diesen Strafstoß. Elfmeter sind es ja nicht. Und dann war es eben vorbei. Heidenheim gewinnt nach Elfmeterschießen das Spiel um Platz 3. Und das ist es jetzt, das Finale. Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim ein letztes Mal in Magenta Rosa gegen Borussia Mönchengladbach in Schwarz Anthrazit gehüllt. Borussia Mönchengladbach, letztes Jahr waren sie auch Finalteilnehmer, haben dann verloren gegen den BVB. Wir schauen uns das hier natürlich in ganzer Länge an. Es ist eben das Finale, bisschen Spannung muss ja auch sein. Hoffenheim hier ganz gut losgelegt, von links nach rechts. Posch mit dem Ball nach vorne zu Andrej Kramaric und der scheitert an Sommer. Starke Parade von Jan Sommer. Hannes Wolf will aber gleich umschalten. Embolo, weiter Ball nach vorne, Leiner dazwischen. Also das geht hier wirklich gut ab. Es ist kein Abtasten, es ist keine vorsichtige Partie. Embolo gleich mal mit dem Abschluss, aber die Parade von Penke, der scheinbar hier jetzt die komplett neue Nummer 1 ist, vielleicht ein bisschen breiter ist und damit das Tor verkleinert. Vielleicht das eben wirklich die
Quintessenz aus dem, was wir hier aus der Halle gelernt haben. Je breiter der Keeper, desto schwieriger ein Tor zu erzielen. Wobei so richtig breit wirkt Philipp Pentke jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist er ein guter Keeper. Erste Minute gleich abgelaufen. Gibt es mal wieder eine Tormöglichkeit vielleicht. Jetzt André Kramaric. Na, tritt lieber nochmal rauf. Porsche, Flanke zu Klaus. Boah, nicht schlecht. Das wird jetzt mal gefährlich. Bisschen Glück für Jan Sommer, der da konfus rumirrt. Aber jetzt mit dem Ball am Fuß geht es wieder ein bisschen besser. Embolo zu Stefan Leiner. Valentino Lazaro dribbelt rum. Es quietscht hier wirklich nach wie vor dieser Hallenboden. Das muss man auch wissen, ob man das mag. Jan Sommer kommt sehr weit aus seinem Kasten raus. Risiko reich. Wolf in die Mitte gelegt zu Leiner. Huh, Aluminium und Gegenangriff. Klaus bleibt hängen, aber hat nochmal den Ball mit etwas Glück zurückerobert. Grilic, Hälfte der ersten Hälfte schon abgelaufen. Also ein Viertel haben wir jetzt gerade überschritten. Kramaric, Klaus, Posch. Auch das ist nochmal ein Dribbling. Mann, wann fallen denn hier die Tore? Gibt's ja gar nicht. Florian Grilic mit der Hacke zu Kramaric. Posch, ich kann hier die Namen so oft nennen, wie ich will, aber davon fallen immer noch keine Tore. Starke Parade von Jan Sommer. Borussia Mönchengladbach macht es hier eigentlich nicht so gut in der Defensive, aber eben noch keinen Gegentreffer kassiert. Nach vorne könnte es eben tatsächlich noch ein bisschen mehr sein. Vielleicht jetzt mit Leiner und Breel Embolo. Aber Pentke, super Reaktion von Philipp Pentke eine Minute vor dem Seitenwechsel. Da rettet er seiner Mannschaft wirklich aber mal den Allerwertesten. Das war eine überragende Parade. Und jetzt wieder Borussia Mönchengladbach mit Valentino Lazaro zu Hannes Wolf. Der scheitert am Pentke, aber da ist Embolo und der macht das 1:0. Per Kopf staubt da das Ding ab. 45 Sekunden vor dem Pausenpfiff noch einmal. Oder das erste Tor überhaupt in diesem Finale. Da war das Spiel um Platz 3 ja tatsächlich ein Spektakel gegen. Und das ist gegen ziemlich viele Spiele ein Spektakel. Aber hier haben wir jetzt so einen ersten Treffer erlebt und hoffen, dass noch ein paar dazukommen. Hoffenheim auf jeden Fall wünscht sich das. Für Gladbach kann es vermutlich auch so bleiben. Grille schenkt aber fest in Stefan Leiner. Dann Leiner dazwischen und er holt sich den Ball wieder. Ein weiteres Mal, dann geht es in die Gegenrichtung. Wolf mit der Hacke zu Stefan Leiner, Lazaro und Pentke ohne Probleme. 20 Sekunden noch zu spielen. Man sagt ja immer, hoher Handball ist viel spannender als Fußball. Jedenfalls sagen das die Handballer. Es liegt, glaube ich, eher an der Halle, denn dieser Hallenfußball hier ist auch extrem spannend. Was ist das für ein super Tor? Florian Grilic mit dem 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff. Und das ist wirklich ein wunderbarer Treffer. Florian Grilic mit dem 1:1. Und das ist wohl auch so unter dem Strich in Ordnung. Gladbach will aber nochmal. Nee, jetzt spielt sie zurück. Das dürfte es wohl gewesen sein für den ersten Durchgang. Und so war es auch. 1:1. Also hier zur Pause ist noch alles offen für den zweiten Durchgang. Sind wir mal gespannt. Und ja, gibt eigentlich nicht wirklich eine Pause. Geht eigentlich direkt weiter. Jo, geht direkt weiter. Diesmal stößt Gladbach an. Es geht jetzt mal wieder von links nach rechts für die Borussia. Ist ja einmal im Spiel so. Hoffenheim kommt auf jeden Fall nicht schlecht raus mit Klaus. Klaus, er macht es. 2:1. Wo ist denn da die Wiederholung? Hat wohl irgendein Spinner auf den X-Knopf gedrückt. Schade. Hätte ich mir gerne nochmal angeschaut. Klaus auf jeden Fall mit dem 2:1. Das Ergebnis an der Tafel sagt es oben links und dem wollen wir Glauben schenken. Und es kommt schon wieder Hoffenheim. Klaus! Boah, mit dem Riesending zum 3:1, aber er verpasst es. Und jetzt ist für Borussia Mönchengladbach erstmal angesagt, hier einen Treffer zu erzielen und hinten ein bisschen fester zu stehen. Das ist momentan wirklich kein guter Auftritt der Fohlenelf. Das ist zu schwach verteidigt, beziehungsweise ist es quasi gar nicht verteidigt. Porsche leitet an, aber verliert den Ball an Wolf. Ganz schwacher Pass. Was hat er sich denn dabei gedacht? Na gut, das ist ein kleines Feld, ist auch in Ordnung. Stark gemacht von Leiner. Zurückgelegt auf Wolf. Schöner Pass. Lazaro! Ausgleich 2:2. Es ist hier ein komplett offenes Spiel. Borussia Mönchengladbach kommt hier gut vors Tor. Und Lazaro mit dem schönen Schuss, der für Philipp Pentke unhaltbar scheint aus dieser Distanz. Momentum also jetzt vielleicht wieder auf Seiten von Borussia Mönchengladbach. Man weiß es gar nicht. Kramaric, Posch, die spielen ja erstmal locker rum. Jetzt will man eben auch tatsächlich keinen Fehler machen. Jedes Tor, das jetzt als nächstes fallen könnte, wäre möglicherweise die Entscheidung. Klaus legt sich den Ball selbst hoch zum Seitfallzieher, bleibt dann aber in
Lazaro hängen. Borussia Mönchengladbach in der Defensive haben sie sich jetzt etwas gefangen. Das 2:2, eben ganz wichtiges Tor, sodass sie auch wieder ein bisschen gelassener und in der Defensive besser stehen können. Embolo kommt aber nicht durch. Lazaro gewinnt nicht das Kopfballduell und jetzt wieder Hoffenheim. Kramaric. Andrej Kramaric. Klaus bleibt aber hängen. Jetzt aber, das muss es doch sein. Nein, Posch, Nachschuss von Kramaric. Nein, er legt sich den Ball lieber nochmal runter. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Dieser Querpass ist nicht gut. Leiner passt auf. Und jetzt hat Wolf den Ball. Weniger als eine Minute noch zu spielen. Embolo zu Stefan Leiner. Stefan Leiner. Penke und wieder so eine tolle Reaktion. Klaus muss ein bisschen aufpassen. Lazaro mit dem Fallrückzieher versucht. Da sitzt aber noch hier die Schädeldecke. Scheinbar intakt. Es wird langsam dramatisch. Knapp über eine halbe Minute noch zu spielen. Wolf legt zurück. Oder haben wir die Verlängerung? Embolo. Oh, stark von Lazaro. Wolf. Und jetzt. Und Wolf! 3:2 für Gladbach. Etwas mehr als 20 Sekunden nur noch zu spielen. Ist das hier der entscheidende Treffer? Wolf mit der Führung für Borussia Mönchengladbach und jetzt sind sie dem Turniersieg ganz nah nach der Niederlage 2020 Anfang des Jahres im Finale und Gladbach hat es erstmal unter Kontrolle. 15 Sekunden noch zu spielen, Hoffenheim muss mal ein bisschen mehr Druck machen. Na kommt Jungs, ihr habt die magentafarbenen Trikots an. Aha, jetzt vielleicht Grilic, 8 Sekunden noch, nein, Wolf dazwischen. 5 Sekunden, Kramaric nach vorne und ist es das, Grilic! Nein, es ist vorbei. Was für eine Chance. Herzlichen Glückwunsch an Gladbach. Sie gewinnen hier mit 3:2 und gewinnen das Turnier. Ja, es gibt leider keine große Siegerehrung hier beim Volta-Modus. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Es war hoffentlich trotzdem spannend. Das war die Hallenmeisterschaft 2020. Wenn ihr das ganz aktuell guckt, wünsche ich euch einen wunderbaren, schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt auf jeden Fall dran, morgen die Bundesliga-Prognose. Haut rein und adios.